knallt. Trauma, Pyro, New, Silvester for life. California dreaming about you. Yo Leute, und was geht ab zu den Pyro News und was ging die Woche? Nicht viel, meint ihr? Ich zeige euch das Gegenteil. So schnell habe ich noch keine Pyro News Folge gedreht wie jetzt, nachdem ich Informationen bekommen habe. Und die sind eigentlich ziemlich cool. Und ja, hier steht jetzt gerade nichts drauf. Ich konnte kein Skript schreiben. So schnell, wie gesagt, habe ich noch keine Pyro News Folge gedreht. Gestern Abend rief ich im Ostseehallbad Graal-Müritz an, beim Ferienpark, und wollte nachfragen, wie es jetzt mit Graal-Müritz aussieht. Gibt es eine Ausnahmegenehmigung bzw. einen Antrag an die Gemeinde Graal-Müritz? Heute rief die nette Dame zurück vom Sekretariat und gab mir Bescheid, dieses Jahr soll eine Ausnahmegenehmigung erneut stattfinden, wie jedes Jahr. Letztes Jahr wurde ihnen die Schuld gegeben, dass sie dafür verantwortlich seien, dass das Graal-Müritz Pfingstfeuerwerk 2016 nicht stattfinden konnte. Das widerlegte sie einfach, da das Ordnungsamt aufgrund von extremer Trockenheit den Antrag abgelehnt hat, beziehungsweise einfach auch wieder widerlegt hat. Jetzt aber, dieses Jahr scheint nochmal ein Hoffnungsschimmer zu sein. Es sind noch knapp 2 Monate, bis das Pfingstfeuerwerk stattfindet an einem erneuten Samstag. Wir warten es einfach ab, also sollten nochmal Informationen kommen, dann werdet ihr sie als zweites erfahren. Und wer gedacht hat, das wäre die einzige Information in dieser Pyro-News-Folge, der liegt falsch. Denn der Community-Beitrag von Pyro-Extrem schrieb mir aus dem Pyro-Forum, dass es anscheinend eine ältere Information gibt, die nun immer aktueller wird. Und für die Scheininhaber an euch da draußen gibt es anscheinend jetzt etwas Tolles. Und zwar werden ältere F4-Raketen von Zink runtergelabelt in die Kategorie 3. Und zwar der ältere Beitrag vom 9.11. hieß es: habe gerade beim Durchstöbern der BAM F3-Liste eine mir unbekannte neue Zulassung der Firma Zink entdeckt. Es handelt sich dabei um eine Rakete mit der BAM F3-0085. Vielleicht die 910 oder 915er wäre von der NEM her bei beiden möglich. Nun gibt es aber schon eine neue Antwort auf diesen Beitrag. Und zwar vom 21.04. schreibt TIE Fighter, so, da möchte ich auch mal meine ganze Fachkompetenz in den Ring schmeißen. Das Ganze wird erst zum Herbst 2017 starten. Es werden die 910, 911, 915 und 920 betroffen sein. Welche Effekte im Einzelnen, kann ich noch nicht sagen, aber alles auf einmal wäre auch zu schön. Also wer den Beitrag gerne nochmal lesen möchte, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, das dazu. Ihr lebt in der Nähe von Berlin und wollt etwas Cooles erleben, beziehungsweise halt einfach wieder in Verbindung mit Pyrotechnik geraten, dann geht mal ganz gerne auf www.berlintreff.de. Kann auch falsch sein, Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und zwar schießt feuerwerkshop.de ein Vorschießen aller neuen Produkte, die derzeit auf den Markt gekommen sind, Neuheiten 2017-18 verständlich. Und das findet irgendwo in der Nähe in Bernau statt. Es sind nicht mehr viele Eintrittskarten erhältlich, weshalb ihr schnell sein solltet. Darum kommt auch die Folge heute noch online, am Sonntag. Und ja, das war's mal mit der schnellst gedrehtesten Pyro News Sendung, die ich jemals getätigt habe. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Dort werden ab und zu mal in der Insta-Story mehr Informationen gepostet. Zudem läuft gerade eine Teilnahme an einem Pyro-Porno. Der wird hoffentlich ziemlich geil. Ein paar Leute machen schon mit. Wenn du mitmachen möchtest, dann schau genau unten in die Videobeschreibung. Dort steht auch nochmal alles zu dieser Teilnahmebedingung. Und das war's. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag. Wünsche euch einen guten Start in die nächste Woche. Und das war's. Bleibt pyromatisch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Pyromatische Crew. Ciao.